Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Heart's Medicine Hospital Heat. Ja, herrlich kitschig ist dieses Spiel irgendwie und ich habe echt meine Freude daran. Wir schauen mal, wie weit wir in der heutigen Folge kommen und was wir noch alles machen müssen. Wir müssen eine Bühne aufbauen, okay? Kanna, das hättest du nicht tun müssen. Es tut mir leid, Allison, aber... Mr. Kanna, sieh dir meine Maske an. Ist die nicht toll? Ryan hat mir geholfen. Oh mein Gott, die sieht aus wie eine Maske vom Wrestler. Wow, Julie, die sieht echt super aus. Du wirst einmal eine ausgezeichnete Wrestlerin. Sag ich doch. Was geht hier vor? Ich dachte mir, dass wir ein wenig Abwechslung nötig haben und daher habe ich mit den Kindern eine Aufführung eingeprobt. Wir haben angefangen, Kostüme zu entwerfen und der Titel lautet Superhelden-Wrestler 4, die Abrechnung. Ich konnte sogar Ryan zur Mitarbeit motivieren. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden, McCoy. Schweig und nähe weiter, Ryan. Dann helfe ich euch wohl besser ein wenig. Willkommen im Laden. Wie immer können wir fast nichts ausgeben. Wir hatten aber, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass wir einen der Stühle aufbessern wollen. Oh, wie süß. Aufbessern wollen. Da werden wir dann in Zukunft erstmal die Leute hinschicken. Okay, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Dich schicken wir schon mal auf den Stuhl. Was macht die denn jetzt? Ach, die hilft dem oder was? Hallo? Was machst du denn? Genau, schmeiß erstmal weg und dann pst, einmal ziehen. Du gehst dahin und du gehst dahin. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles machen muss. Oh mein Gott, das ist alles schon so lange her. Ach so, halt. Der und nein, nicht das, das und das. Ich bin hier alles falsch am Klicken. So eine Scheiße. Moment, du gehst schon mal dahin. Du musst mit dem verknüpft sein. Okay, ich kann das gerade nicht lesen. Tut mir leid. Ach, der ist schon verknüpft gewesen. Oh mein Gott. Okay. Das alles so lange her hier, so ein Mist. Ach, irgendwas mit dem... Du gehst dahin, so. Du bist... Oh, nein. Hier. So, komm, geh dahin. Ja, oder so, keine Ahnung. Du wirst gemessen, du gehst auf den Stuhl, dich rechne ich kurz ab. So, du, das, du. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich hier drücken muss. Wir schmeißen es einfach mal weg. Hallo, ach so. Da, komm schnell, mach. Was soll ich das wissen? Bäm. Lila, genau. Du gehst schon mal dahin, bitte. Und euch rechne ich mal ganz schnell ab. So. Ach, siehste, dem soll ich dann auch noch helfen, oder was? Oh Gott. Ich helfe mal schnell zwischendurch. Zack. So, bevor hier die Herzen runtergehen. Zack. Die haben eh goldene Herzen. Du gehst da an die Giraffe. So, du hilfst der jetzt mal eben. Schmeiß runter. Keine Ahnung, das gehört noch dazu, glaube ich, oder? Du gehst mal hier runter. Dir helfe ich nochmal. Nee, dir helfe ich nicht. Ich rechne vorher erstmal ab. So, das nehmen wir. Zack. So, sehr schön. Ja, ach so, ja, ich stehe hier eine halbe Stunde, das ist auch wieder... Du gehst mal dahin, das schmeißen wir alles weg hier. Da, ich hab dich gefunden! Aufgeladen, okay, super, komm mit. So, du darfst schon mal gucken. Der ist am Rumdaddeln. Wir können jetzt in der Zeit etwas... Oh Gottchen, da kommst du ja zu gar nichts mehr. Die kommen hier rein, wie die fliegen. Das. Okay, zack. Du gehst schon mal nach da. Dich rechne ich nochmal schnell ab. So, zack. Oh mein Gott, ey. Ja, gib's, mach mal schnell ab. Du gehst runter. Dich rechnen wir ab. So, dich hören wir dann nochmal ab. Da müssen wir, glaube ich, wieder schieben, oder? Ja, beziehungsweise ziehen. Dann fummeln wir hier nochmal eben rum. Du hast ja ein goldenes Herz. So, schnell abkassieren. Zack, und schnell weitermachen. Dich schicken wir schon mal auf die Liege. Komm, mach in der Zeit mal ein bisschen schneller hier. Ist schon Schichtende, du sollst ihm helfen.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Da. Schnelle Behandlung. Schnell abkassieren. Und kann ich dir noch helfen? Schaffe ich das noch? Irgendwas mit Michael steht da unten. Ja, ich habe den Oliver gefunden. Oh, und ich hätte fast den dritten Stern gehabt. Oh mein Gott, war das jetzt gerade. Das war meine Einspielungsrunde für heute, weil ich jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt habe. Manchmal benötigen Patienten mehrere Behandlungen an derselben Station. Behalte das bei deiner Strategie für die Schicht im Auge. Okay, es kann sehr effektiv sein, wenn du dich nacheinander um Patienten mit mehreren Behandlungen kümmerst. Oh mein Gott, das kommt wahrscheinlich jetzt. Herein, herein, bitte nehmen Sie doch Platz. Diese Plätze dort sind noch frei. Liebling, diese Plätze sind noch frei. Nein, meine Mama sitzt hier. Oh, es tut mir leid. Liebling, ich denke nicht, dass sie kommt. Vielleicht sollten wir die Leute da sitzen lassen. Deine Mutter hat schon seit Jahren nicht mehr angerufen oder geschrieben. Ich weiß, aber sie wird ganz bestimmt kommen. Ich weiß aber ganz bestimmt. Hallo? Als ich mit dem Ballett angefangen habe, hat sie mir gesagt, dass sie bei meiner Abschlussprüfung zusehen wird. Sie würde dann auch ihr altes Ballettoutfit anziehen und wir könnten ein Foto zusammen machen. Liebling. Sie wird kommen. Tralari, tralara, ich bin eine Ballerina. Stellt euch einfach die Musik von Schwanstein. Oh mein Gott. Na, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Stellt euch einfach die passende Musik dazu vor. Ja, die tanzt sehr schön. Sie sieht nur nicht so begeistert darüber aus. Der sterbende Schwan. Sie ist der sterbende Schwan. Es ist eine Ehre. Keine Ahnung, was sie jetzt bekommen haben, Stipendium oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Es tut mir leid, Liebes. Du hast das aber auch ganz wunderbar gemacht. Oh. Jetzt hat sie ein Flashback. Du hast das ganz wunderbar gemacht. Deine Eltern waren wohl nicht hier, oder? Das ist ja auch keine Überraschung. Ich habe sie ja noch nicht einmal eingeladen. Sie haben ihre eigenen Sorgen. Wer braucht die schon? Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ja, das stimmt schon, aber du hast heute ganz toll den jüngeren Kindern geholfen. Danke, Allison. Okay. Es hatte jetzt einen sehr traurigen Beigeschmack. Sowas finde ich nie gut. Das ist die Erinnerung hier vom Ballett. Warum das jetzt hier am Blinken ist, weiß ich nicht. Heute benötigt der arme Timothy all deine Aufmerksamkeit. Okay. Wahrscheinlich ist es der mit mehreren Aufgaben oder so, ne? So, du gehst jetzt erstmal gucken. Wer ist denn jetzt Timothy? Der da reingekommen ist, nehme ich an, ne? So, oje, oje, oje. Moment, das. Das reicht doch, wenn ich da hingehe, ne? Ja, das, genau das hatte ich nämlich noch in Erinnerung. Du gehst dahin. Du guckst da mal eben schnell. Zack, zack. Du kannst da schon mal gucken. Dich kassiere ich ab. Du gehst dahin. Oh, was will die, was will die, was will die? Geh dahin, geh dahin. Da, 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 da. Alles gut. Da. Zack, schmeiß weg. Zack. Einmal schnell. Da. Mal kurz. So, der Timothy geht mir jetzt schon auf den Sack hier. Hilfe. Du kannst da hinten schon mal gucken. Oh, dich habe ich total vergessen. Schnell, drück ihm nochmal eben was in den Rachen rein.
So, Fieberthermometer. Nein. Mach, mach, mach. Du gehst dahin, euch rechne ich alle ab. Du gehst schon mal darunter. So, zack. Du dahin. Ich finde meine Maus nicht mehr. Du dahin. Zack, zack. Du stehst jetzt gerade hier. So. Zack, zack. Oh mein Gott, die werden das doch niemals überleben mit den Herzen. Hier, lauf dahin. Ach so, ich bin noch am Ziehen. Scheiße. Da. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Timothy, du stinkst. Glaube ich. So, schnell in den Rachen rein. Schnell abhören. Zackig. Zap, zap, zap. Abrechnen. Du kannst dich schon mal dahin stellen. Ich sehe meine Maus nicht mehr. Mach die Herzen weg. Du gehst dahin. Was ist das jetzt hier mit dem Fieberthermometer schon wieder? Komm, guck mal eben schnell hier. Was ist denn das jetzt noch da? Das gehört noch dazu. So. Ach so, ich wollte das. Ja, mach, komm. Da schnell. Oh mein Gott, Hilfe! Du, da, du, da. Wieso hat ihr das nicht gemacht? Hier, hallo. Hä? Ist sie doof? Wie oft soll ich denn jetzt auf das Ding drücken? Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Hallo? Dann rechne die mal eben ab hier. Wieso habe ich Fieberthermometer drin? Oh. Ernsthaft jetzt? So. Komm, komm, komm. Eins, zwei, drei, vier. Also mit den goldenen Herzen, das wird heute nichts mehr. Das weiß ich jetzt schon. So. Ja, komm, los. Lauf. So, und jetzt schnell wieder dahin. Oh mein Gott. Das, das, das. Dann mach, kümmere dich jetzt hier. Wieso? Wieso eigentlich hier? Da sollst du dich drum kümmern. Wieso liegt hier ein Fieberthermometer drin? Ach so, er braucht jetzt wieder. Oh mein Gott. Los, los, los. Zack, zack. Ja, du hast ein Leben verloren. Ich hab schon. Hä? Ach so, ich muss alles raus. So. Zack. Das schmeißen wir raus. Können wir sonst noch was für dich tun hier? Da machen wir doch alles. Zack, zack. Haben wir jetzt schon Schichtende? Ich würde aber gerne noch mindestens einen von den Dingern hier, einen von den Dings bekommen. Von den Edelsteinen. Mann. Oh. So, du legst dich wieder dahin. Ich bin ja schon froh, dass gerade kein anderer da ist. So. Okay. Und dann abrechnen. Okay. Jetzt haben wir aber den. Oh, doch, den Diamanten. Den haben wir gerade noch so bekommen. Okay. Oh, das war jetzt. Puh. Ich liege hier gerade irgendwie neben meinem Stuhl, weil ich etwas K.O. bin vor dieser Runde. Moment, jetzt ist die 7 aber am Blinken. Ach so, das ist eine Zusatzaufgabe. Ah, so, okay. Ryan, Retter in der Not. Suche alle Akten zusammen. Oh mein Gott. Okay, wir versuchen es. Sie ist jetzt beschäftigt, oder? Ach so, ich bin hier, um die Aktien, die Akten aus dem Zeitraum 2000 bis heute einzusehen. Hatten wir das in einen Termin vereinbart? Der Vorstand braucht keine Termine. Die Akten? Wie Sie sehen, haben wir ziemlich viel zu tun. Aber ich könnte Ihnen die Akten vielleicht bis morgen Abend besorgen. Abend? Ich könnte doch helfen. Es ist ja nicht so, dass ich etwas Besseres zu tun hätte. Danke, Ryan. Dann wird Mason Sie morgen früh abholen. Boris für ein Arschloch. Anscheinend ist dieser Victor ein ganz ruhiger und besonderer Typ, nicht wahr? Nochmal vielen Dank, Ryan. Yay! Ich wollte gerade sagen, dabei haben wir gar nichts, um was auszugeben. Aber wir haben was. Okay, also da haben wir zumindest die Hälfte belegt. Würde ich sagen, dass wir erstmal ein neues Bett verbessern. So, okay. Du dahin. Was heißt denn, suche alle Akten zusammen? Soll ich jetzt hier irgendwo draufklicken oder was? Du gehst nach da.
Ach so, halt, stopp. Jetzt habe ich das auch verstanden mit dem Wegwerfen. Das kam jetzt sehr früh, ich weiß. Tamagotchi, was willst du? Wo kriege ich ein Tamagotchi? Ach so, da. Ist das ein Tamagotchi oder soll das eine Art Fieberthermometer sein? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, so, du, nein, okay, zack, zack, los, lauf, 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 lauf. So, das, Akten, du gehst nach unten. Das, das, ach, jetzt geht das wieder los, das, du gehst nach oben. Das sollte er aber nur einmal machen, wieso hat die das jetzt zweimal gemacht? Du gehst dahin, du gehst dahin. Dich kassieren wir mal eben ab, zack, und dann schnell dahin. Oh mein Gott. Okay, die Akten, du dahin. Das machen wir eben neu. Und das müssen wir, glaube ich... So, du gehst auf den Stuhl. Solange es kein Elektrischer ist, ist alles gut. Euch kassieren wir ab, zack. 1, 2, 3, 4. Was willst du? Du willst dahin. Dich kassieren wir schnell ab. Zack. Das machen wir mal eben. Einmal lila. Einmal die Akten. Ich will immer Aktien sagen. Ich weiß gar nicht, was ich will. Genau. Aha! Dich habe ich gesehen. Ha! Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie das... das Kaninchen wollte ich gerade sagen. Wie das Meerschweinchen hieß. Ja, unter Stress. Ja. Ich vertrage auf jeden Fall Stress in Spielen nicht ganz so gut, wie man vielleicht schon mal bemerkt hat. So, da gehen wir schnell hin. Einmal, zweimal. Du kannst auf den anderen Stuhl, beziehungsweise das andere Bett. Dich kassieren wir ab. So, was brauchst du? Du musst natürlich wieder da irgendein... Nee, 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 halt, nein. Och, Mann. Ja, mach es. Los. Ja, ja, ich bin schon soweit. Keine Sorge. Haben wir schon? Haben wir noch nicht. So, du, dahin. Abkassieren. Lauf schneller. Du nach oben und zack. 1, 2, 3, 4. Warum nimmst du das nicht schneller an hier? So, achso, abkassieren. Moment. Dass man sich einmal... das Handgelenk am Drehen, damit es nicht so weh tut. Und dann sowas hier. So, okay. Das schneiden wir schnell auf. Dich kassieren wir ab. Haben wir schon Schichtende? Ich habe so viele Punkte. Oh mein Gott! Yes! Volle Punktzahl! Da darf man sich auch mal drüber freuen. Ja... Wow, Ryan, das sind all die Akten, die wir benötigen. Jetzt müssen nur noch die, jetzt müssen wir die nur noch durchsehen, um sicherzugehen, dass nichts fehlt. Wie schon gesagt, ich habe nichts Besseres zu tun. Dann werden wir wohl eine Nachtschicht einlegen müssen. Ich würde ja gerne helfen, aber Victor will etwas mit mir besprechen. Und dass du mir ja nicht auf dumme Gedanken kommst, Ryan, ich behalte dich im Auge. Oh, das hat ihr aber scheinbar gar nicht so gefallen. Oh, er sieht aber schon ziemlich müde aus. Wir haben fertig. Puh, die Zeit ist nur so dahingeflogen. Es ist jetzt fast 1 Uhr nachts. Und deine Eltern haben nichts dagegen? Sie wissen ja noch nicht einmal etwas darüber. Weißt du, dass meine Mutter auch hier im Krankenhaus ist? Dann haben wir das auf jeden Fall schon einmal gemeinsam. Mütter. Mütter. Das Krankenhausessen ist übrigens gar nicht so schlecht im Vergleich zum Essen meiner Mutter. Der war jetzt aber echt gemein. Ja! Vorsicht, Stolperfalle. Räume alle Spielzeuge in der Kinderstation auf. Oh mein Gott. Das klingt wieder sehr herausfordernd, aber so soll es ja auch sein. Ich werde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann ja, alles Weitere in der nächsten Folge spielen werden. Bis dann. Ciao.